Willkommen zurück zu LX2, dem Spiel, wo wir immer noch uns irgendwie an kleinen Aufträgen aufhalten, wie zum Beispiel Reds Bude leer zu räumen. Wir hoffen, dass ich damit nicht mehr eine andere Quest verbaue. Aber wenn nicht, muss ich dann nämlich irgendwie 3 Episoden zurückladen. Damit, dass wir so viele Savegames haben. Wenn das irgendwie ein Problem ist, dass ich Red beklaue. So, kann ich. So, jetzt erstmal gucken. Wie komme ich denn eigentlich in seinen. Ja, unter seinem Bunker ist ein Tresor? Ich kann mich dunkel erinnern, dass wir im ersten Teil gab es irgendwie auch so einen Keller, ne? Wie kommt man da rein? Gibt es hier irgendwo einen Gang oder so? Also da war ja da unten mit der lustige Wissenschaftler, ne? Der von. Ah, wie hieß er denn? Auf jeden Fall der von unserem Begleiter, dessen Namen ich gerade spontan vergessen habe. Der hat da ja auch irgendwo rumgehangen. Der war da auch in so einem Tunnel hier drunter, oder? Ja, das ist ja also sieht dieser Luftschutzbunker jetzt hier nicht so aus wie der Keller. Oder? Hier unten ist ja nur die dicke Schmiede. Aber kein Kellerzugang, oder? Werke? Ich schmeiße hier Schrotter, wie auch immer. Die eigentlich hier Schlackeproblem müssen. Im ersten Teil war hier irgendwo so ein Tunnel, meine ich. Aber keine Ahnung, ob es den hier auch gibt. Ja, wir können ja fliegen. Das ist ja kein Ding der Möglichkeit, sowas herauszufinden. Aber ich sehe jetzt auch nichts. Spontan zumindest. Innen drinnen von der Schatzkammer rein, die habe ich bis jetzt bloß nicht gesehen. Was hat eine Schatzkammer? Das ist halt irgendwie total News für mich. Was soll die denn sein? Weil ich war ja oben schon, aber da geht es hier noch irgendwo runter und ich bin einfach noch blind gewesen bis jetzt. Hä? Ach lol, hier ist ein Kellereingang. Oh wow. Ja, den habe ich ja komplett übersehen bis jetzt. So, will Red eigentlich schon was sagen zu der Siebes-Serie? Nö. Okay, gut. Das ist also erstmal egal. So, stört euch daran irgendwie mal, wenn ich runterlaufe, bin ich hier vertrauenswürdiges Mitglied der Gemeinschaft. Nee, das finde ich nicht gut. Hier müssen wir tatsächlich schleichen. Mach das ja nicht nochmal! Von dem Red kämpft mit Bogen, ist ja auch interessant. Was ist denn eigentlich für ein Tisch? Munitionspresse und Fernwaffenwerkbank. Das sind also anscheinend seine Spezialitäten. Aber dadurch, dass ich bis hierhin laufen kann und Red von seinem Thron nicht richtig hinguckt und ich nicht überraschend irgendwelche Doppelrollen mache. Echt jetzt? Okay, ich kann bis zur Mitte der Treppe laufen. Na gut, dann gehen wir jetzt wahrscheinlich erstmal pennen, oder? Bis in der Nacht. Dann sollte es ja eigentlich ein bisschen leichter sein. Den Tresor neben seinem Thron werde ich ohne Probleme geknackt kriegen. Ich ahne übrigens, dass das Ding irgendwie eine Falle ist, ne? Dieser. Was ist das hier noch? Schrotpatronen. Oh ja, einzelne Schrotpatronen. Die werde ich auf jeden Fall brauchen. Ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass das so einfach sein soll mit Oliver, dass ich da einfach sein Zeug, dass er seine Truhe neben seinem Thron nachts einfach stehen lässt. Da fällt mir nichts zu ein. Und sich dann am Ende. Ach ja, die Hütte hier müsste eigentlich jetzt leer sein, oder? Der Typ ist so abgehauen. Dann ist das jetzt ja quasi meine Hütte, oder nicht? So, hier, bis Mitternacht. Ah, zack, frisch ans Werk. Ah, hallo, Gold. Scheiße! Diese Hybrid-Geschichte geht mir nicht aus dem Kopf. Wie konnte Dawkins Geist dieser Maschine verfallen? Dawkins hat schon so oft seine Willensstärke unter Beweis gestellt. Wie auch immer. Wir werden sehen, ob er am Ende tatsächlich Recht behält. Ach, guck mal, Red ist selber hier nachts. Das ist ja interessant. Aha. Warum ist der denn... Ich meine, wo genau pennt Red eigentlich? Oder schläft der... Nee, wo genau schläft der eigentlich? Ne? Der hat ja nicht mehr irgendwie ein richtiges Bett. Er hat ja diesen Thron, der echt ein bisschen lächerlich aussieht. Ach ja, und hier ist die Truhe oder was. Und seine Leute gehen ab und zu mal rauchen. Warte mal, okay. Jetzt müssen wir mal kurz was feststellen. Sieht mich hier irgendwer? Nee, wa? Das ist halt bloß so ein mega anstrengendes Schloss. Okay, doch mal hier. Von wegen, ich muss hier auf eine Raucherpause warten. Das Spiel wäre übrigens wesentlich einfacher, wenn einfach Zahlen dran stehen würden an den Dingen. Weil dann könntest du dir immer merken. Könntest du ja halt leichter merken, welche Dinger du oben halten kannst. Weil das jetzt hier die 5.
Da sind ein zurück, dann da, dann da. Das war wohl nichts. Ja, ja. So, hier das, 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 das. So, nein, hier, dann diesen hier. Zu einfach. So, warte mal, denn, okay, das war der erste Streich. Was haben wir denn jetzt eigentlich gerade hier Schönes gefunden? Bitte im Aufnahmegemäß und, ein Brief an Hektastruhe. Ja, gut, wow, aber haben wir noch was gefunden, was hier irgendwie wertvoll ist? Blutverträge, ah ja. Auf diesen Verträgen sind alle jene aufgeführt, die Rettenhain gefallen schuldig sind. Darüber hinaus kann man auch persönliche Notizen von Red über jede Person finden, die sich hier nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken sollte. Vieles davon scheint mit einer Art Code verschlüsselt zu sein, die auf Seitenzahlen eines anderen Buches referenziert. Man scheint zwei Bücher zu brauchen, um es zu lesen. Vor allem muss der große Bruch in einer Nacht passieren? Achso, hier unten ist sein Bett tatsächlich. Ah. Mach dich vom Acker! Warte mal, kann ich das hier... Wenn du gleich verschwunden bist! So, jetzt reicht's! Er greift mich tatsächlich an, das ist ja witzig. Da will jemand Ärger. Wie viel hält der gute Red eigentlich aus? Oh! Er hält tatsächlich richtig viel aus, oder? Ich treffe ihn einmal nicht. Es wird einfach stumpf und zerstörbar. Ich schaue mir der Turmwache aus. Oh, die Turmwache nimmt Schaden. Oh, das macht aber der Schaden. Okay. Jetzt ist bloß die Frage, wie kann ich da jetzt einbrechen in seinen Keller, ohne gesehen zu werden? Weil ich kann nicht mal einen guten alten Trick verwenden, dass ich einfach in der Luft hovere. Mal, habe ich nicht noch irgendein Ding, was mir Schleichen bringt von den Fähigkeiten her? Vielleicht ist es hier nur Skill-Issues hier. Schickigkeit erfahrener Jäger oder Schlösserknacken, Bücherwurm, Schlösserknacken, Clown. So, theoretisch müsste ich jetzt besser sein im Schleichen. Stärke, Resistenz, Feuer. Ach so, ich werde genau auf der Stufe gesehen, aus irgendwelchen Gründen. Mach das ja nicht nochmal! Könnte ich nächste nicht AFK auf der Treppe abstellen? Ich weiß nicht so richtig, wie die mich hier sehen. Ja, die sehen mich halt immer durch die massive... Das ist halt ein bisschen dumm. Mach das doch mal! Ja, verpiss dich einfach! Okay, das weiß ich jetzt nicht richtig, wie ich das jetzt machen soll hier. Weil sie sehen mich halt immer, ne? Mach dich vom Acker! Mach das ja nicht nochmal! Hä? Hä? Sie haben keine Line of Sight... Mach das ja nicht nochmal! Sie haben keine Line of Sight oder irgendwas. Okay, warte, dann machen wir das hier mal anders. Weil theoretisch müsste mich das ja... vom Acker! Er hat mich aber gesehen, oder? Ich weiß nicht, ob das... Warte mal, sieht er mich einfach, oder? Ich weiß nicht, dass beim anderen Ding habe ich das... Könnte ich das ja mit Safe Scam einfach machen, dass das so funktioniert hat. Ja, aber wie dumm ist das denn? Wie soll ich denn das machen? Ich meine, er sieht mich durch eine Wand durch. Wie genau soll ich mich da bitte schon reinschleichen? Das verstehe ich jetzt wirklich gar nicht. Und vor allen Dingen, schläft Olivette und verpasst es Mitternacht? Ich kann mir keiner erzählen, dass der Typ nachtaktiv ist. Ich war schon... Ja, okay, gut. Respekt, bla bla bla. Hm, das ist ein bisschen dumm, ne? Stealth Boy? Ja, warte mal, weiß nicht, gibt's irgendwelche Tränke, die mich Stealth hier machen? Eigentlich wirklich. Ich hab Heiltränke. Denn ich habe halt nur diese Dinger, die mir Klauen bringen. Und ich weiß noch nicht so richtig, ob es irgendwas gibt, was mir Schleichen bringt. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, aber hä? Ich will. Ist ja. Oder da habe ich irgendwelche Rüstungen, die mich Stealth hier machen? Ne, nicht wirklich, ne?
Ja, weiß ich nicht. Es scheint mir irgendwie unmöglich zu sein, was ich vorhabe oder was. Weil ich kann ja auch nicht irgendwelche Trophäen fressen oder so und dann bin ich irgendwie weniger sichtbar. Also, keine Ahnung. Hä? Oder macht ja irgendwie diese Sachen, macht das irgendwas von den Sachen, die ich hier noch habe, haben die noch einen Bonuseffekt. Resistenz Feuer, okay, ja, wow, aber ansonsten. Alkohol, Resistenz Realität, das ist ja super. Resistenz Strahlung. Ja, schade, also. Ich habe hier noch Stims, die ich nicht verkauft habe. Wie? Eisenlunge? Was ich auch sagen, dass ich dann kannst du jetzt schneller laufen und regeneriert jetzt halt mit Lebenskraft. Okay, wow. Bringt mich aber alles nicht weiter. Ja, vor allen Dingen ist es ja nicht die Wache, die mich sieht. Es ist ja Red selber, der anscheinend nicht in seinem Bett liegt, oder? Wie dumm ist das denn? Du hast ja kluge Entscheidung, Junge. Weißt du? Hä, wie sollst du denn das machen? Er steht die ganze Zeit in diesem... Weißt du, man kann seine Truhe total easy lernen, hat gar kein Problem damit, weil das... Die Wachen zu dumm sind, dich zu sehen, wenn du hinter sie stehst. Aber was ich nicht machen kann, ist die Treppe runterzuschleichen, oder was? Weil er die ganze Zeit neben seinem Faktron steht. Hä? Was ist denn das für ein schlechtes Design? Das ist ja wohl gigaschlechtes Design. Ich meine, was genau... Oder wie genau sollst du das lösen? Denn die einzige Lösung, die mir jetzt noch einfällt, ist jetzt hier den guten alten Safe-Scam wieder zu machen. Das hat beim letzten Mal auch nicht funktioniert. Nee, er weiß, dass ich hier bin. Ne? Das funktioniert also auch nicht. Vielleicht steht Nasty auch zu nah dran. Ne? Warte mal. Macht das sofort, wenn ich mich nicht bewege, macht das dann sofort Geräusche? Ah ja, okay, sie bewegen sich. Meinst du, die nächste ist einfach nur dumm? Weil sie halt rumsteht? Ja, verpiss dich einfach. Und deswegen irgendwie die Bubble? Das ist ja noch dümmer. In einem guten Spiel mit gutem Design könntest du auch deine Begleiter nutzen, um dir beim Bruch zu helfen, indem du irgendwie, weiß ich nicht, sie dazu bringst, mit den Leuten zu quatschen oder du halt verschiedene Dingens hast. Aber guck mal, die Wachen rauchen. Aber die Wache hier ist vor allem immer noch da, ne? Später habe ich sicher Zeit für dich. Ich meine, wie dumm ist das? Weißt du, guck mal, sie können mich beide. Sie können mich auf keinen Fall sehen. Sie können mich nicht sehen. Oder muss ich langsam gehen? Vielleicht ist das Problem. Ach so. Nee. Mann, wie dumm ist denn dieses Scheißspiel? Wie scheiße kannst du als Spielentwickler drauf sein? Das ist doch einfach nur dumm. Das ist doch das dümmste Feature von allen. Also, das geht jetzt nicht, weil... Ja, also, Was? Also, ich schleiche. Ich schleiche und gehe langsam. Und das reicht nicht. Ich dachte gerade, er entdeckt mich vielleicht die ganze Zeit, wenn man langsam gehen muss beim Schleichen. Aber gut. Also, er kann mich weder sehen noch hören, weil ich mache offensichtlich keine Geräusche. Und ich werde trotzdem entdeckt! Auf halbem Weg nach unten! Wie scheiße ist denn das? Verpiss dich einfach. Das ist doch die dümmste Spielmechanik ever! Ich meine, hä? So ist denn sein komischer Tresor hier? Mach dich schlechter Zeitpunkt. Ich meine, du kannst es ja noch nicht mal brutal machen. Wenn du nicht gleich verschwindest. Schluss jetzt! Du kannst Red noch nicht töten, ne? Das ist eigentlich noch dümmer. Hä? Das ist richtig schlechtes Design. Also echt jetzt. Also den Entwickler hat es doch Gehirn geschissen. Also das Ding ist, es gibt nur zwei Stufen an Stealth, glaube ich. Ich prüfe das nochmal nach, bevor ich richtig übermecke, aber eigentlich ist es unabhängig davon. Weil erstmal gibt es, wo ist denn dieser komische Stealth-Skill? Der läuft unter Schleichen, glaube ich. Hier, es gibt Klauen. Kannst du heute beklauen? So. Erlaubt die Taschendiebstahl zu begehen, verbessert die Wahrscheinlichkeit, unentdeckt zu bleiben mit jeder Stufe. Jetzt ist die Frage, ist es auch ein bisschen unklar, ob dich das jetzt hier... Es gibt ja sogar drei Stufen, naja, whatever. Jetzt ist die Frage, ob das tatsächlich das Schleichen beeinflusst, weil das steht hier nicht so direkt. Aber ich habe ja Stufe 1, weil ich diese komische Spezialisierung habe. Okay, nice. Gut.
Es gibt kein anderer Skill, der sich irgendwie mit Schleichen beschäftigt. Also es ist das einzige Ding, was irgendwie was daran verändert, wie du schleichen kannst. Dann hast du noch Geschicklichkeit. Und Geschicklichkeit macht aber nur Fernkampfschadensbonus. Also ändert nichts. So, also es gibt also Gerissenheit. Was war denn Gerissenheit eigentlich? Gerissenheit erhöht nur die Crit-Chance. Okay, nice. Gut, ich kann also schleichen und ich kann langsam gehen. So, ich werde hier nicht gesehen, weil offensichtlich keine Line of Sight existiert und du halt irgendwo anders hinkommst. So, ich gehe hier runter, bin auf diesen Treppenabschnitt und werde instant gesehen. Ja, verpiss dich einfach. Und es gibt auch keinen Indiz, wer mich ursprünglich gesehen hat, weil dieses sehr super schlecht gedesignte Spiel zeigt dir nicht an, wer dich sieht, was dich sieht, noch zeigt es dir irgendeinen analogen Zustand an, sondern du hast ja nur ein binäres, du wirst gesehen, du wirst nicht gesehen, was schon an sich Kackdesign ist. Also wie genau soll man diesen Auftrag machen, der nicht erklärt wird, wie man da runterkommen soll, du keinerlei Ressourcen hast, irgendwie zu sehen, ob du schleichen kannst oder irgendwas logisch begründet. Mal davon abgesehen, dass der Charakter, den du bestehlen sollst, angeblich im Bett liegen sollte. Was er nicht tut, weil er 24/7, weil, ach so glaubwürdige Spielwelt, vor seinem fucking Thron steht. Weil das natürlich logisch ist. Das ist doch absolut gigahohl. Das muss ein Trigger sein. Ja, aber okay, und dann, wie soll ich die Quest jetzt machen? Weil davon abgesehen, dass ich eh nicht so daran interessiert bin, ich mich lieber darüber aufregen möchte. Aber das Aufregen macht mir ja schon irgendwie genug Spaß. Aber das ist halt umfassend. Also, wenn es ein Trigger ist, okay. Diese Scheißinfektion. Ist es immer noch schlechtes Spieldesign, weil du nicht kommunizierst, dass dem so ist, weil nicht ersichtlich ist, warum es so ist, dass irgendwas passiert, sondern weil das Spiel einfach nur Dinge tut. Das heißt, du hast als Spieldesigner erneut versagt. Also in jedem Fall, wenn man es dreht und wendet, sehe ich keine Möglichkeit, wie du dieses behinderte Scheißdesign verteidigen kannst. Dieses Spiel ist einfach kaputt. Also, das wussten wir ja schon vorher, das spielen wir es ja, aber das... Weißt du? Es! Weil es macht doch keinen Unterschied, ob man hätte ich den Tag hier einbricht oder nicht. Mach das ja nicht nochmal. Vor allen Dingen mal der größte Witz ist, dass das nur im Zusammenhang mit dieser Quest hier gilt. Weil, guck mal, was ich tun könnte, wenn ich Reds Keller wirklich ausräumen wollte, ist ja, ich kann hier schnell runterrennen, das Elixit nehmen, weil mich sieht ja keiner. Du hast ja nichts verloren. So, und jetzt? Jetzt kann ich wieder hochrennen. Ja, verpiss dich einfach. So, ich habe erfolgreich Elixit gestohlen. Wow. Niemand kann mich aufhalten. Was hier nicht passiert ist, ist, dass mich irgendjemand gesehen hat. Deswegen triggert auch nicht das, hey, du hast hier gestohlen, weil dafür müssen NPCs tatsächlich auf mich Line of Sight haben. Das heißt, ich kann jetzt hier fünfmal runterrennen. Okay, ich hasse dies. Jetzt wurde ich beim Diebstahl gesehen. Aber nur beim letzten Heiltrank wurde ich gesehen, ne? Und davor nicht. Kannst du die Treppe runterspielen? Ja, habe ich schon versucht. Unfassbar. Das habe ich schon versucht, das geht nicht. Hm. Seltsam. Also wie hohl ist denn das? Schämt man sich da nicht, wenn man für dieses Spiel in irgendeiner Weise verantwortlich ist? Ich meine, stellt sich hier wirklich jemand hin und sagt, ja, das habe ich gut gemacht. Klopft sich da aber auf die Schultern und sagt, ja, das war ein gutes Design. Du hast hier nichts zu suchen. Hier habe ich ein gutes Spiel gebaut. Letzte Warnung. Raus hier. Ja, mich hat niemand gesehen. Mach dich vom Acker! Ja, würde ich gerne, aber ihr steht im Weg. Wenn du nicht gleich verschwunden bist. Mach das ja nicht nochmal. Es ist so dumm. Es muss ja eine Lösung geben. Ja, weiß ich nicht, cheaten und per No-Clip durch die Wand gehen? Also, es ist halt schon extrem dumm, oder? Ist bestimmt sehr... Ja, vielleicht... Oder du musst zwingend Diebstahl 3 haben. Also diesen Diebeskill, den ich halt nicht hab. Den habe ich ja wirklich nicht, ne? Noch irgendwas, was ich zu klauen lohnt? Du hast ja nichts verloren! Mach dich! Ja, verpiss dich einfach! So eine Geschichten, die einfach künstlich dafür sorgen, dass Sachen nicht möglich sind, sind halt das Dümmste auf der Welt, ne? Also, das ist quasi das Epidom. Also, generell sind Skripts sind ja schon immer eigentlich ein Schritt in Richtung, du hast deine Welt nicht unter Kontrolle, wenn du sowas machen musst. Also jetzt nicht so geskriptete Ereignisse mit, es passieren Sachen in einer bestimmten Art und Weise, das kann man ja auch irgendwie nicht kriegen. Aber wenn du halt sowas machen musst, wenn du Skripts brauchst zu schummeln oder irgendwie um sehr spezifische Skripts schreibst, um deine Gegner-KI irgendwie auf dem Laufenden zu kriegen. Also das ist halt... Ich hab... Okay, keine Zeit. So, egal. So, genug im Meckern. Also diese Quest ist nachweislich unmöglich. Oh, ein Tür vor der Briefkasten. Also diese Quest ist nachweislich unmöglich, weil
anstatt irgendwie, dass die Wachen irgendwie klug sind. Also sie haben ja, weißt du, wenn sie irgendwie so Patrouillenrouten hätten, wo die Einheiten, die Wachen hin und her laufen würden und sich die Landschaft angucken oder halt irgendwie das so wie intelligent wäre, dann hätte ich ja vollstes Verständnis. Aber was sie gemacht haben, ist, dass sie unfassbar alles schlecht... verfallen und vergessen. Dass sie in ihrem unfassbar schlechten Design und ihrer Dilettantischkeit, die sie seit 25 Jahren mit sich rumtragen, sind sie nicht in der Lage, das organisch zu lösen. Nein, stattdessen haben sie einfach einen Trigger, der wahrscheinlich abfragt, wie viel Clown-Skill du hast. Wenn du an diesem einen Punkt an der Treppe bist und durch die unsichtbare Wand läufst, dann checkt das Spiel, ob du genug Clown-Skill hast oder nicht. Und wenn nicht, triggert die Wache. Obwohl sie wieder eine Line of Sight hat, weil sie haben natürlich auch kein Soundsystem. Das wäre ja noch schöner, wenn du irgendwie die Schuhe ausziehen könntest, dann würde man dich nicht mehr hören. Haben sie ja auch nicht. Das heißt, dass weil sie auf ganzer Linie versagt haben, gibt es dieses System, was komplett broken ist. Das ist so dumm. So, jetzt haben wir uns darüber genug aufgeregt, wir können es eh nicht ändern. Aber das ist der Grund, warum wir diesen Trash hier spielen. Ich habe übrigens, wo wir gerade bei Trash sind, ich habe am Wochenende Ant-Man und das, wie heißt denn, der neueste Ant-Man-Film auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der dritte. Ich habe ja vorhin eine Zusammenfassung, weil ich die anderen beiden nicht geguckt habe, aber ich guck. Und Gott, war das ein trashiger Film! Aber das war die schlechte Art von trashig. Weil, da komme ich gerade dessen drauf, weil ich spiele dieses Spiel, was so trashig ist und ich weiß, dass es so trashig ist und man viel drüber mehr meckern kann. Auf jeden Fall, dieser Ant-Man-Film war einfach nur scheiße. Weil der war nicht trashig, weil der hat halt versucht, irgendwie gut zu sein. Aber die interne Logik dieses Films war komplett all over the place und es war mega schlecht. Nichts hat Sinn ergeben. Alles war irgendwie dumm erklärt. Das, weder die Guten noch die Bösen waren irgendwie gut erklärt. Alles war hohl, es gab keinerlei Worldbuilding. Und am Ende hat nichts irgendwas gezählt und es war richtig dolle dumm. Und ich habe schon einige Trash-Filme geguckt. Und die sind dann irgendwie irgendwann wieder lustig, weil du musst ja nur schlecht genug sein, dann ist deine Schlechtheit wieder gut. Das ist bei Alex übrigens der Fall. Das ist so frustrierend, dämlich und dumm in seinen ganzen Mechaniken. Und das ist halt irgendwie, dass man es nicht ernst nehmen kann. Aber dieser Ant-Man-Film hat sich halt versucht, irgendwie ernst zu nehmen. Und das geht halt gar nicht. Beziehungsweise, was mich ja an Marvel-Filmen generell aufregt. Ich bin doch tatsächlich nur rein, weil es halt irgendwie seichte Unterhaltung ist. Und Besuch, der da war, wollte den Film halt gucken. Und da hat man was zu quatschen. Das Marvel versucht immer so pseudo-witzig zu machen. Da gibt es dann immer so Charaktere, die dann so schnelle Witze machen. Und das hasse ich ja, wenn die versuchen irgendwie, oh ja, wir sind jetzt ja so witzig, wir machen jetzt hier so einen Witz und wir sind ja so toll. Richtig dumm. Warum hat das Feuer nicht gerade getroffen? Ja, die Magie ist jetzt nicht unbedingt besser geworden, muss ich ja sagen, aber hey. So, egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich weiter über Spiele meckere. Macht's gut, bis dann, ciao.